Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einem weiteren kleinen Guide zu God of War Ragnarök. Heute zu dem Gebiet der verborgene Durchgang. Wir kommen hierher im Zuge zweier kleiner Gefallen, die wir erledigen müssen hier in Vanaheim, und außerdem gibt es hier natürlich auch ein paar Sammelobjekte, die wir hier nicht verpassen wollen. Sobald wir das Gebiet betreten, nicht weit der Klippenruine, kommen wir hierher und können dann hier am Strand erstmal anlegen, denn hier können wir direkt den Gefallen, die geheimnisvolle Kugel, verfolgen, und die liegt hier und die können wir dann, Lundra heißt sie, glaube ich, Lunda, die der Zwergin der Schmiedin vorbeibringen, um diesen Gefallen abzuschließen. Sobald wir dann an diesem Strand hier einmal um die Ecke laufen, finden wir eine Nornentruhe, die wir jetzt öffnen wollen, und dafür benutzen wir hier diese explosiven Steine, um einmal natürlich die Rosen erstmal zu entfernen und dann hier mit den Pfeilen eine Straße zu bauen, denn wir müssen jetzt hier einmal alle Glocken sehr, sehr zeitnah läuten, und das können wir hier tatsächlich mit genau einer Bombe schaffen, indem wir hier diese Verbindung bauen, und dann werfen wir da einmal drauf und dann wird sich hier die Explosion ausbreiten und alle Glocken gleichzeitig läuten. Sobald das geschafft ist, könnt ihr zur Nonnentruhe hoch, diese öffnen und dann diese auch hier von eurer Liste streichen. Von dort schmeißt ihr euch dann wieder ins Boot und geht nach rechts dem Flussverlauf folgen, dann kommen wir an den zweiten Strand, und hier, sobald ihr angelegt habt, direkt über euch ist auch schon Odins Rabe zu finden. Und dann können wir im Anschluss uns hier einmal durch diesen Verschlag kämpfen und hier diese Blumen, die explodieren, erledigen, bevor sie euch erwischen, einmal hochklettern, und dann hier rechts finden wir schon die Tafel, an der wir hier einmal den Text lesen und damit auch schon die Wissensmarkierung auf der Liste abhaken können. Folgt jetzt einfach dem Klippenweg, und hier sind einige Gegner zu besiegen für den Auftrag Bewusstsein der Toten, den wir an der Klippenruine gestartet haben. Und ihr habt jetzt gesehen, im Hintergrund habe ich einmal diesen Verschlag da zerstört, und hinter dem findet ihr dann auch schon das Artefakt. Ja, und das sind schon alle Sammelobjekte, die ihr finden könnt. Ich hoffe, das kleine Video hat euch geholfen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen, Abo für den Kanal, und dann sehen wir uns hier bald wieder. Bis dahin und tschüss.